Hallöchen, schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt bei einem neuen Video von mir. Heute geht es um dieses Büchlein, Funklerwald von Stefanie Taschinski, im Oettinger Verlag erschienen für 14,99. Es ist eine sehr schöne, halbleinengebundene Ausgabe und wie ihr schon seht, ein total schönes Cover wieder. Ist ein Baum von unten gezeichnet mit einem Blätterdach und auf den Ästen des Baums sitzt einmal ein Luchs und ein Waschbär. Hier oben sieht man noch eine kleine Fledermaus und überall sind so kleine, wenn man es hier so ein bisschen im Licht sieht, man es ein bisschen funkeln. Und das passt natürlich auch super zum Titel, der Funklerwald. Ich weiß nicht, ob das hier Glühwürmchen sein sollen oder einfach nur vom Baum die Pollen, die runterfallen. Auf jeden Fall passt das sehr, sehr schön. Auf dem Rücken, Buch oder auf der Rückseite, sieht man auch noch mal ein bisschen Bäume und Gebüsch. Und hier unten sieht man einen Fuchs durch das Gebüsch luschern. Und ja, der guckt natürlich sehr listig. Ja, hier auf den Aufkleber sieht man, dass hier steht es drauf, dass es dieselbe Autorin ist von der kleinen Dame, die ich euch ja auch einmal kurz vorgestellt habe. Das ist dieses schöne Büchlein. Auch eine ganz süße Geschichte mit ganz tollen Illustrationen. Hier sind es auch wieder tolle Illustrationen, allerdings leider nicht farbig. Das hätte es natürlich noch viel schöner gemacht, aber es sind trotzdem tolle, tolle, tolle Zeichnungen. Es ist eine andere Illustratorin als die von der kleinen Dame, aber sehr, sehr passend zu der Story. Ja, und auf dem Cover erkennt man auch schon die Hauptcharaktere in diesem Buch. Es handelt sich einmal um Lumi. Lumi ist das Luchsmädchen und um Ruß. Ruß ist das, ja, der Waschbär, der kleine Waschbärjunge. Und hier oben ist auch nochmal eine relativ wichtige Rolle. Das ist Mika, die kleine Fledermaus. Ja, Lumi ist im Funklerwald aufgewachsen. Das ist ihr Zuhause. Sie wohnt dort bei ihrer Tante Kette. Ihre Mutter ist damals auf der Jagd oder auf der Suche nach etwas umgekommen. Und deswegen wohnt sie halt bei ihrer Tante. Ja, sie wächst da sehr behütet auf, lernt im Moment das Jagen, womit sie doch ein bisschen ihre Probleme hat, weil sie ist eher so ein bisschen die Träumerin und hört gerne den Bäumen und den Pflanzen allgemein zu. Keiner glaubt ihr das so richtig, dass sie das hört. Aber sie gibt sich auf jeden Fall Mühe. Ja, und dann gibt es halt noch Ruß. Und Ruß kommt mit seiner Familie aus einem anderen Wald. Sein Zuhause ist nämlich abgebrannt und leider muss er sich jetzt ja, ein neues Zuhause suchen mit seiner Familie. Auf der Reise hat sich sein Vater verletzt und kann deswegen auch nicht für die Versorgung der Familie sorgen. Genauso wenig wie die Mutter, denn die Mutter ist trächtig. Die bekommt, als sie im Funklerwald dann auch ankommen, ihre drei Waschbärenmädchen und muss sich natürlich auch um die kümmern. Ja, so hängt es so ein bisschen an Ruß, der die ja, Versorgung der Familie auf den Schultern hat. Und ja, ist natürlich etwas überfordert. Die anderen Tiere des Funklerwalds sind den Waschbären nicht sehr freundlich gesinnt. Im Gegenteil, sie nennen sie auch gar nicht Waschbären, sondern Kratzer und sagen, die gehören hier nicht hin. Der Funklerwald ist nur für uns bestimmt. Die sollen wieder gehen. Sie beschuldigen sie auch, Futter zu stehlen, was auch einerseits wahr ist, denn Ruß weiß nicht, wo er so viel Essen bekommen soll. Und in seiner Not klaut er halt etwas. Aber die anderen Tiere wissen halt nicht, aus welcher Not heraus er das tut. Ja, Lumi und Ruß freunden sich an.
denn sie helfen sich beide gegenseitig aus der Klemme. Einmal steckt Ruth im Geäst einer Wurzel fest und Lumi hilft ihnen da raus. Ja, einen Moment, paar Tage später ist sie in eine Kluft gefallen und da hilft dann Ruth ihr raus. Ja, somit hat sie gemerkt, das sind gar keine Ungeheuer, keine gefährlichen Tiere, auch wenn sie mit ihrer schwarzen Maske doch sehr, sehr urig aussehen. Aber es sind genauso Tiere wie alle anderen. Und nun möchte sie Ruß helfen. Zu Anfang fängt sie mit ihm Fische, aber da sie auch nicht die Superjägerin ist, bringt das auch alles nichts. Naja, aber währenddessen tagt der Rat der Tiere und die beschließen, die Waschbären zu verbannen aus dem Wald. Aber da die Waschbären gar nicht weg können, weil der Vater einfach so stark verletzt ist und sich die Wunde entzündet hat, verstecken sie sich einfach weiterhin im Funklerwald. Ja, und sie wissen einfach nicht mehr ein und aus. Sie müssen Nahrung herbeischaffen und ohne dass es jemand merkt. Aber natürlich kommen so langsam die Tiere doch dahinter, dass die Waschbären noch da sind. Auch ihre Freunde, also Lumis Freunde, die Füchsin und Borste, das Wildschweinjunges, wissen halt auch nicht, wo Lumi immer hingeht, jeden Tag. Und sie muss sich immer andere Ausreden ausdenken. Ja, nun gibt es aber eine Legende im Funklerwald, die ihr ihre Tante erzählt hat. Denn es gibt wohl den Wandelbaum. Und der Wandelbaum ist wohl, aus dem sind alle anderen Bäume entstanden. Und der Wandelbaum hat halt alle Äste, die es gibt im Funklerwald, auch von den anderen Bäumen, also Ahorn oder Eiche. Es wachsen alle Früchte und auch alle Äste an ihm. Und da jedes Tier in dem Wald, jede Tierart hat seinen eigenen Baum. Beim Luchs ist es der Ahorn, beim Wildschwein ist es, glaube ich, die Eiche und so weiter und so fort. Das ist sozusagen ihr Schutzbaum einfach. Naja, und sie sagen halt, solange die Waschbären nicht ihren eigenen Baum haben, der auch im Funklerwald wächst, dürfen sie dort auch nicht bleiben. Ja, aber die Legende besagt, sobald man das Zeichen in dem Wandelbaum ritzt von dem Tier, so wächst auch deren Baum im Funklerwald. Nun ist es nun mal eine Legende und keiner weiß, wo sich oder ob sich dieser Wandelbaum überhaupt befindet. Den einzigen Rat, den sie befolgen können, ist, zu der weisen Fledermaus Maushaar zu gehen, um da einfach nachzufragen nach dem Weg. Und dort begegnen sie auch Mika, das ist der Enkel von dem weisen Maushart und der begleitet sie auf die Reise. Ja, sie gehen nun auf die Reise durch den ganzen Funklerwald und da gibt es nicht nur heimelige Plätzchen, sondern halt auch gefährliche. Es gibt einen Sumpf, es gibt einen sehr dunklen Wald, wo es auch Wölfe geben soll. Ja, und sie irren nun dadurch und suchen nach irgendwelchen Hinweisen nach diesem Baum. Ja, und ob sie diesen Baum nun finden und ob sie es schaffen, dass Ruth und seine Familie im Funklerwald bleiben dürfen, das bleibt an euch, ob ihr das erfahren möchtet und müsst das denn ja, lesen in diesem Buch. Ja, ich fand dieses Buch sehr, sehr, sehr süß und aber auch spannend. Dachte erst, es wäre nur eine einfache Tiergeschichte, aber durch diese Legende bekam es noch so ein bisschen einen Zauber und hatte echt was Bezauberndes. Hat mich total in Bann gezogen und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Kinder sich da sehr gut hineinversetzen können. Denn es ist halt eine Geschichte über Freundschaft, aber auch Toleranz und Vorurteilen.
kann man halt sehr gut auch auf uns ummünzen, aber man kann es auch einfach so genießen, diese süße Story. Ja, dann möchte ich euch noch ein paar Illustrationen zeigen. Einmal hier sind nochmal alle Figuren aufgezählt oder aufgezeigt. Lumi, Borste, der Dachs Zottel, Ruß, Rissa, das Fuchsmädchen, die Tante von Lumi Kette. Und hier hinten haben wir Mika, die kleine Fledermaus, Maushart, die weiße Fledermaus. Dann haben wir hier den Schnauz, der Fuchs. Das ist sozusagen der Anführer von den Tieren, die die Familie verbannen möchten. Und Hüterin, die Schlange. Ja, und teilweise, also es ist immer, fast auf jeder Seite sind irgendwie ein Schmetterling oder Fußspuren zu sehen. Tannenzapfen. Aber manchmal gibt es halt auch ganze Seiten zu sehen. Also total schön, also sehr, sehr passend. Ja, das war's von dieser Rezension heute. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Kommentiert, ob ihr das Buch kennt, ob ihr es vielleicht auch gelesen habt oder vielleicht auch mit euren Kindern, ob das gefallen hat. Und dann hoffe ich, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss!